sagen, wenn das zu viele Auflagen werden, wenn das Thema, ich sag mal, Ertragssteigerung aus den Erlösen der Versteigerung eben zu hoch angesetzt wird, dann verbleiben bei den Unternehmen auch zu wenig Möglichkeiten zu investieren und damit das Ganze auch voranzutreiben. Das gesamte Gebiet kann flächendeckend marktgetrieben ausgebaut werden, und zwar zu Preisen, sodass wir die so wahren, dass wir das gesamte öffentliche Geld, sozusagen das Bundesverkehrsministerium, gar nicht benötigt haben. Je mehr Sie proaktiv sozusagen dazu mit einbringen, desto weniger muss am Ende reguliert werden. Und wenn es Ihnen hier heute Abend gefallen sollte, dann seien Sie bitte so lieb und erzählen das auf Twitter weiter. Wir reden ja viel über Digitalisierung, wir tun es auch. Hashtag VATM20. Sie dürfen auch Fotos machen, all das ist erlaubt. Eigentlich sogar auch einen dritten Geburtstag heute zu feiern, ein paar Monate zu früh, denn unser sehr geschätzter Herr Grützner ist nahezu 20 Jahre, nämlich im September, 20 Jahre Geschäftsführer des VATM, tiefe Dienste und Serviceanbieter für Privatkunden, zu den Mitgliedern des Verbandes, hochqualifizierte Diensteanbieter für die deutsche Wirtschaft, runden das Bild ab. Dieser erste Schritt hat aber gezeigt, dass Liberalisierung enormen Fortschritt bringt. Der CEO bei Thyssen Telekom. Die Kollegen von Mannesmann, von FEBA, von FIAC und von RWE, die haben sich gesagt, naja, wir gönnen uns gegenseitig vielleicht doch nicht so. Also fragen wir doch den Kohlhammer, ob er nicht bereit ist, den Vorsitz beim VTM zu übernehmen. So werden ca. 60% der DAX-Unternehmen von unseren Mitgliedern mit individuellen und innovativen Geschäftskundenprodukten versorgt. Wir haben vom VZBV ein hervorragendes Gutachten, was sich mal um die Verbraucher gekümmert hat. Und das hat gesagt, wir brauchen Wettbewerb und keine Regulierungsferien. Das ist ein falscher Weg. Und aus unserer Sicht ist einfach der Beste, der den Überblick über den Markt hat, das ist halt der Regulierer. Aber die Debatte um die Daseinsvorsorge bei den Telekommunikationsmärkten haben wir jetzt ja schon lange hinter uns gelassen. Jemand, der gut ist, Maschinen zu bauen, der baut jetzt auch gute Sensoren. Das liegt in seiner DNA. Jetzt hat man in allen Maschinen diese Sensoren. Und das ist natürlich Profiteur, vielleicht das 5G-Netz von Herrn Dr. Amitsreiter, wo das hinterher drüber läuft. Aber am Ende, wenn wir nicht aufpassen, landet das auf der Cloud von Amazon Web Services oder bei Google. Erstmal glaube ich, ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, dass wir eine Infrastruktur haben. Warum brauchen wir zweimal Glasfaserinfrastruktur? Ich glaube, es ist viel sinnvoller, dass sich die Unternehmen zusammentun, wenn jemand eine Glasfaserinfrastruktur erstellt hat, dass derjenige dann die Netze oder das Netz für andere Teilnehmer öffnet. Und schon dem Wettbewerb mehr zuzutrauen, als jetzt nur auf den alten Incumbent zu setzen, und hat einfach mal gesagt, komm, wir machen jetzt mal ausnahmsweise nicht das, was der Incumbent vorschlägt. Wir machen jetzt nicht erst Regulierungsferien und dann hoffen wir, dass da einer baut, sondern wir setzen auf Wettbewerb und wollen weniger Regulierung, aber wir setzen auf einen Schiedsrichter, denn das sind so die beiden Eckpfeiler, die da drin stehen, und das finde ich toll. Während in Brüssel eigentlich noch die alte Geschichte weiter betrieben wird. Das ist das, was vor dieser Entscheidung in Brüssel gemacht worden ist, ist immer noch das, was jetzt in Brüssel verhandelt wird. Das ist das zukunftsträchtige Modell, dass man jedenfalls, wo es um Glasfaser geht, sich ein Stück weit aus der Regulierung zurückzieht, dass man am Ende jemanden hat, der dann, nennen Sie es Missbrauchsaufsicht oder wie auch immer, dann noch aufpassen kann. Dafür werbe ich auch. Sondern es geht um alle Unternehmen, dass dann unabhängig davon, ob jemand Marktmacht hat oder nicht, zu kommerziellen Bedingungen der Zugang zu diesen Netzen ermöglicht wird. Und die Frage ist, wie schaffen wir das und wie kommen wir zu einem leistungsfähigen, einem hochleistungsfähigen Netz in Deutschland? Und zwar Mobilfunk wie auch Festnetz. Wir erleben das gerade überall dort, wo wir Glasfaser bauen, baut auch ein anderer, wir alle wissen wer. Nämlich überall genau dort und immer genau daneben. Das ist sinnlos. Auch beim Mobilfunk. Das ist ja schön und gut, wenn Sie rechnerisch 98% haben, aber wenn uns beiden, die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis, die Bude einrennen, weil es eben nicht funktioniert. Klar. Darum geht es. Sondern der Regulierer muss einen Weg finden, wie er ein knappes Gut an diejenigen bringt, die dieses Gut brauchen. Und da ist natürlich immer noch der beste Weg, wenn man seine Präferenzen offenlegen muss in Form von Euro und Cent.
Deswegen die Versteigerung. Und wenn wir diesem Land etwas Gutes tun wollen, dann sollten wir Gigabit als Unterkante haben und nicht immer von möglichst sprechen und Gigabit fehlen. Nur einen ganz kleinen Tropfen des Wassers muss ich in diesen Wein gießen, weil ich denke, genauso wie wir eine wunderbare Geschichte 20 Jahre Festnetz geschrieben haben mit der Liberalisierung, sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen, warum wir denn nicht auch im Sinne einer Diensteanbieterverpflichtung auch Service Provider, MVNOs die Möglichkeit geben, auf dieses 5G zuzugreifen und ebenfalls an dieser Technologie zum Wohle der Wirtschaft und zum Wohle der Verbraucher teilnehmen lassen.